Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gornab. Wir schauen uns jetzt den Mod Feldhäcksler Strohaufnahme an, Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder GMNG Joy. Gibt es nur für PC/Mac. Findet ihr einmal unter Mods und DLCs und dann Feldhäcksler Strohaufnahme. Wenn man es ganz genau nimmt, ist das eigentlich ein Skript, was euch eine Funktion mit ins Spiel hinzufügt. Aber das Skript ist auch noch mit angebunden an die Pickups hier. Deswegen ist es so ein Mischmasch-Gedöns. Deswegen daher nicht wundern, beziehungsweise nicht wundern, warum es das nur für PC/Mac gibt. So, was haben wir denn hier? Ihr seht, wir haben hier eine ganze Menge Pickups. Von Klaas, von Camper, von John Deere und von Krone. Die kennt man bereits soweit alle, das ist soweit auch Standard, aber die wurden halt dementsprechend bearbeitet. Wie es der Name auch schon sagt, ist es euch jetzt möglich, mit diesen Pickups dementsprechend auch Stroh an Feldhäckslern aufzunehmen. Dabei gibt es noch neben dieser relativ simplen Funktion, dass das funktioniert, noch ein paar Erweiterungen bzw. Erneuerungen. Ihr habt eine leicht veränderte Arbeitsgeschwindigkeit, hier in dem Falle von 18 km/h, sowie eine leicht verbesserte oder größere Arbeitsbreite, in dem Falle hier von 3,6 Metern. Ebenso ist es so mit angedacht worden, wenn der Feldhäcksler das Stroh einzieht, häckselt das ja nochmal. Deswegen bekommt ihr durch die Pickups nochmal 10% Ertragsbonus obendrauf. Also man könnte sowas sagen, so ähnlich wie Siliermittel für Gras, habt ihr das jetzt hier auch für Stroh, aber ihr braucht nichts weiter im Endeffekt dafür. Ne? Ansonsten kosten die Teile genauso viel wie im Basisspiel plus 1 Dollar. Ihr seht, ne, die Preise sind halt so komisch, 20.501 Dollar, beziehungsweise jetzt in dem Falle Euro, je nachdem mit welcher Währungsgeschichte ihr spielt. So, ich habe das Ganze jetzt einfach auch stinknormal an den Krone Big X hier dran gehauen, ne, habe hinten einen Trailer dran gehauen, in dem Falle jetzt hier ein Krampe, ne, und habe mir einfach mal eine Bahn Stroh hier machen lassen, ne, und dann kurzerhand mal anzeigen hier. Wie immer starten, Rohr ausklappen. Ne, so weit, so klar, so schick, so schön. Dann können wir auch einmal hier einschauen. Ihr seht den Pickup aufklappen über die X-Taste. Ne, dann fährt das gute Stück sich hier links und rechts raus. So, einmal senken, einmal anschalten und einmal losfahren. Dann seht ihr, nimmt er das Ganze hier auf. Und wir können dann jetzt hier einmal das Stroh 1 zu 1 übernehmen. Ne? Also Stroh bleibt Stroh, ist klar. Der Pickup kann auch Gras mit aufnehmen, so ist es jetzt nicht. Also das, was er eigentlich vorher auch machen konnte. Aber ja, und dann seht ihr, könnt ihr jetzt das Ganze hier euch einmal mit reinorgeln und das mit 18 km/h Arbeitsgeschwindigkeit, was eine ganze, ganze Menge ist. Und ja, das funktioniert und mehr sollst es auch nicht machen. Ne, und ihr seht halt schon, 10% Ertragsbonus gibt es dann auch noch mit dazu. Ne, der haut also nach hinten noch deutlich länger raus, wie ihr hier vorne aufnehmt. Das ist natürlich eine schöne Sache. Für alle die, die ihr Stroh so mit aufnehmen wollen, why not, beziehungsweise die eine Menge Stroh brauchen, können hier nochmal 10% rausschlagen. Das ist je nach Feldgröße schon ein paar Liter. Deswegen, why not. Thema Lok ist soweit sauber, wie ihr hier seht. Ne? Also mehr wie das hier gibt es in dem Falle nicht. Wir reden hier von 210 Kilobyte, also absolut easy. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.